Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Little YouTuber. Ich bin's Tanner und ich freue mich, dass ihr natürlich wieder dabei seid. Es geht weiter mit Eye of the One Folge 14, wenn es wieder heißt Rummelbumm Show in Herpeshausen. Ja, was hatten wir letzte Woche eigentlich? Letzte Woche ging es darum, dass Juliette derbe beleidigt war, zu Recht, weil Barkin fremd geschleckert hat mit der Hannah und Vanessa auf dieser Bitch-Party. Was gab es noch? Dann war Sasa derbe angepisst, ne, bei der Matching Night, was ich richtig gut finde, weil Sophia ihn ja konfrontiert hat mit der ganzen Situation. Er läuft ja einmal zu Carina und sagt, sie ist die Number One, dann läuft er zu Vanessa und sagt auch, dass sie die Number One sei, ne. Ist halt alles aufgeflogen, ist ja nicht wie draußen, ne, in der freien Wildbahn, wo keine Kameras sind, ne. Und die beiden Frauen sind auch noch im selben Boot, also in derselben Villa. Allerdings muss ich auch sagen, das muss ich auch loben. Die kritisieren ihn, aber er hat bei Insta wirklich zugegeben, dass das alles total scheiße war, was er da gemacht hat, dass er sich selbst nicht erkannt hat, was ich auch sehr, sehr gut finde, wenn man das einsieht. Ja, meine Lieben, falls du natürlich noch im Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen. Einen Daumen nach oben und natürlich Kommentare. Und falls ihr natürlich die ganze Folge streamen möchtet, unter meiner Beschreibung findest du einen Link zu rtlplus.com. Da kannst du auch die ganze Folge streamen. Du kannst mir natürlich auch über Insta folgen. Einfach unten in der Beschreibung auf meinen Insta-Link klicken und mir folgen. Und jetzt geht's los. Bitte nicht eins, lieber Blackout. Ja, mittlerweile denke ich das auch, ne? Lieber Blackout, weil dann ist da überhaupt nichts, dann ist alles falsch dort, wie die da gesessen haben. Es hat ja Followerin unten geschrieben, die Nini war das, glaube ich. Da hat sie komplett recht. Da bin ich dann drauf gekommen später, weil ich meinte ja so von wegen, wieso soll es eigentlich sein, dass er nicht will, dass es irgendwelche Matches gibt oder dass irgendein Licht angeht. Aber sie hat recht. Danke, Nini. Okay, schon mal kein Blackout. Geht noch ein weiteres Licht an. Was? Das hatten wir ja, es sind nur drei Lichter angegangen und ja, also irgendwie sind die nicht schlauer geworden. Ich weiß nicht, ob die das irgendwie wuppen, das Ganze. Also sieht nicht so gut aus, weil die ja schon über der Halbzeit sind, ne? Ich meine, du hattest ja auch schon Sasa zweimal geküsst und da habe ich auch nichts zugesagt. Und heute hast du ja auch mit Sasa rumgemacht, da wusste ich auch eigentlich nichts von. Vanessa, das war ein Bussi, du hast ihn mit Zunge abgeleckt. Nee, also abgeleckt habe ich ihn auch nicht. Wir haben uns geküsst, ja. Also das war schon eine Zunge im Hals und ziemlich lange, ne? Also obwohl du mit Juliette ja befreundet bist in der Villa, ist es schon ein bisschen abartig, ne? Dass man das macht, Vanessa. Und sich dann hier zu erklären, dass es gar nicht so schlimm gewesen wäre, dass es nur ein Bussi gewesen wäre und sie dann nochmal zu konfrontieren, dass sie Juliette ja mit dem Sasa irgendwie auch rumgemacht hätte. Nein, das war nur ein Bussi, also auf die Wange. Also Vanessa, wirklich... Du verwechselst hier Äpfel mit Birnen, aber das gekonnt, ne? Also du weißt ganz genau, was dein Fehler da war, aber zugeben ist nicht so deine Stärke, glaube ich. Daran sieht man ja auch schon mal, dass die Juliette sich sehr auf die Frauen hier bezieht, dass die sie als Schuldige ansieht. Die Mädels sind hier drin schuld, mein Barkin nicht. Doch, Barkin hat sie auch beschuldigt, dem meinte sie auch, dass das nicht in Ordnung ist. Aber sie ist dem irgendwie wieder verfallen, glaube ich, habe ich das Gefühl. Dass sie dann noch weiter anknüpfen wird, obwohl sie ihn ja in den Wind schießen hätte können. Aber Vanessa, du bist befreundet mit der Juliette und weißt ganz genau, dass die seit Tag 1 schon seit 12 Tagen eigentlich zusammen sind dort. Dann hält man auch die Hände ein bisschen zurück, oder? Also Barkin hat auch einen Fehler gemacht, einen riesengroßen Fehler. Hat sie damit verletzt, nicht offen kommuniziert. Aber Vanessa, du bist da auch nicht besser. Wen juckt das? Wir sind bei The One. Jeder kann hier machen, was er will. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, wo gerade das Ding da überhaupt ist. Also ehrlich, das ist ein Chaos schon wieder hier. Vanessa, come on. Natürlich seid ihr bei Isle of One, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr seid nicht liiert, ihr seid nicht verheiratet. Aber es ist ja schon klar, dass Juliette und Barkin seit dem ersten Tag an was haben. Also dann dazwischen zu funken, ist schon sehr schwach. Und das auch nicht einzusehen, ist noch schwächer. Ich finde es auch krass, dass sie das so... nicht schlimm empfindet. Weißt du, was ich meine? Anstatt einfach Reue zu zeigen. Hier ist ja wieder eine, Carina, ne? Also Carina, du bist auch nicht besser. Also wo Vanessa mit dem Sasa was hatte, bist du ja auch dazwischen gegrätscht. Hast ihn abgeleckt. Also die Doppelmoral steht bis hierhin bei Eye the One. Ich sehe sie jetzt auf jeden Fall mit anderen Augen. Also halt auf jeden Fall unloyal. Ja, das ist sie auf jeden Fall, Juliette. Und dann
Akzent liebe ich. Sie kommt ja aus Leipzig, die Juliette, und ja, ich mag das, ich liebe das einfach, dieses Sächseln. Ich finde es voll krass, dass wir alle Probleme mit ihr haben, aber niemand hat ein und dasselbe Problem mit ihr. Hast du auch ein Problem mit ihr? Also ich habe eigentlich kein Problem mit ihr, es geht einfach, ich mag sie einfach nur nicht. Ich habe kein Problem, ich hasse sie einfach nur, das ist das Problem. Auch gut, Donna, also natürlich haben sehr, sehr viele Mädels Probleme mit der Vanessa, ne? Aber dann zu argumentieren von wegen, ich mag sie einfach nicht. Naja, ist auch ein Argument irgendwie, ne? Hanna, bist du alleine? Ja, ich komme. Ist die Vanessa da, die ganz komische? Nein? Gut, dann komme ich, Süßer. Ja, also ich muss sagen, ich habe so mit Boom Boom Room einfach nicht so gefühlt. Du musst ja nicht ficken. Ich fick safe nicht. Also das hat sich auf der Bitch-Party ganz anders angehört. Du meintest doch, dass du Lust hast auf einen Dreier mit Barkin und dem Kenneth. Also, hä? Ja, ich weiß jetzt nicht, was sie sich genau von mir wünscht. Ich will auch gar nicht so zu sehr auf sie draufgehen, damit sie wirklich ihre Zeit hat, darüber nachzudenken. Aber ich werde hier halt auch versuchen, das Gefühl zu geben, ey, ich bin immer noch da und von meiner Seite hat sich da nichts verändert. Boah, ist der echt Erzieher? Wow. Okay, bin ein wenig sprachlos. Okay, er versucht hier nochmal ihr klarzumachen, du bist die Number One. Aber hat wirklich richtig viel Scheiße gebaut. Er will sie wieder zurück, versucht sie zu manipulieren. Er will halt irgendwie auch zeigen, dass er im Recht ist. In der letzten Folge haben wir es ja gesehen. Ist ja nur Küssen gewesen, ne? Du bist trotzdem meine Number One. Und hat hier gesagt, ich habe eigentlich gehofft, dass du auch fremd knutst. So nach dem Motto so, wenn du es gemacht hast, kann ich es auch machen. Aber sie hat es ja nicht getan, die Juliette, ne? Und war sehr enttäuscht und verletzt. Ich will nicht, dass du mit irgendeinem schlechten Gefühl schlafen gehst oder so, Mann. Kannst du bitte mal deinen Käsefuß zur Seite nehmen? Aber wie würdest du das finden, wenn ich mit zwei Typen hier rumlege? Ich sag ja, ich hätte es nicht gefeiert. Also ich hätte es nicht gefeiert, aber wärst du aus dem Spiel heraus oder sonst was, also... Das war aber bei dir nicht aus dem Spiel. Das war nicht aus dem Spiel heraus. Boah, wie er sich versucht rauszureden, ne? Einfach eine Frechheit. Also meinte er nicht, dass er gehofft hat, dass sie fremdknutscht und jetzt hätte er es nicht gefeiert und beim Spiel wäre es doch anders. Aber merkt ihr die Blicke, wo er dann wegguckt und so, dass er überhaupt nicht weiß, was er da sagen soll. Versucht sich aber zu manipulieren, so gut wie möglich. Aber der hat ja auch einen krassen Regelsetzerverhalten, ne? Was wir da sehen. Also er darf, sie darf nicht, natürlich. Wenn ich dich küsse, ist das nochmal was anderes, so, weißt du, wie ich meine? Du hast halt auf jeden Fall einen anderen Stellenwert für mich. Und dieses Lovebombing ist auch krass, ne? Also er will sie wieder zurückgewinnen. Er will sich wieder das Ganze gerade biegen. Du hast einen ganz anderen Stellenwert für mich. Ne? Auch wenn ich irgendwie küsse mit anderen. Mit dir küsse ich am besten. Ne? Und sie lässt sich leider weich kochen. Denkst du nicht, dass du ohne mich besser dran wärst, wenn du da drauf mehr Bock hast auf andere? Ja, ich habe heute zwei Frauen geküsst, ja. Was war die restlichen 11 Tage? Hast du auch rumgeknutscht. Mit wem habe ich denn rumgeknutscht? Mit Henna hast du auch rumgeknutscht. Larissa hast du heute auch geknutscht. Ich will auch gar nichts schön reden, so. Keine Ahnung. Ich finde das so geil, wie Juliette ihn einfach so die Schranken weist. Ne? So das und das und das hast du gemacht. Und hast du das noch vergessen? Und er kommt so von wegen um die Ecke. Seit 12 Tagen bin ich neben dir. Aber das hat nichts zu heißen. Also wenn du seit 12 Tagen mit ihr irgendwie zusammen bist, dann ist das schon richtig armselig, obwohl du irgendwie Vertrauen geschafft hast, obwohl du ihr so vermittelst, dass du was von ihr willst, dass du sie toll findest und dann am 11. Tag ihr fremdgehen, fremdknutschen, ist schon, ja, fragwürdig, ne? Also, und erst am Ende zu sagen, so von wegen, ich weiß auch nicht, ne? Also irgendwie, ne? Ich weiß auch nicht, was in mich geraten ist, ja, also... Was soll ich dazu sagen, Juliette? Nimm deine Beine und hau einfach ab. Solche Typen brauchst du nicht. Ja, irgendwie hat er es geschafft, mich ein bisschen weich zu kriegen. Komm mal kurz her. Ich krieg auch keinen Kuss, wenn du sagst. Ich hasse dich. Ich weiß. Guck mal, du weißt, dass ich am meisten die dritte Feier seit dem ersten Moment. Jetzt liege ich ja auch noch mit dir, du Pisser. Ich hasse dich, du Pisser. Juliette, du bist so geil. Also so einen Typen brauchst du wirklich nicht. Du bist so eine sympathische, tolle Frau. Also ich glaube, die hat mehrmals solche Typen schon gehabt. Und irgendwie kommt sie da aus ihrem Muster nicht raus. Ne? Es tut mir total leid irgendwie. Und was machen die hier? Also haben die wieder zueinander gefunden? Meinte Carina nicht von wegen,
dass sie einen Schlussstrich gezogen hat. Ich schwör's dir, ihr werdet mir am Ende, wenn es rauskommt und wir das verloren haben, werdet ihr mir sagen, warum haben wir nicht einmal auf die Verrückte gehört? Ich sag's so. Aurelia ist so geil. Ich liebe dich, Aurelia, wirklich. Wieso haben wir auf diese Verrückte nicht gehört? Ey, die Frau ist der Burner. Ich feiere die einfach. Die braucht einfach viel mehr Plattform, finde ich. Ne? Die ist einfach wunderbar. Ist er jetzt doch wieder bei Karina, oder was? Ja, wenn er das von mir nicht zurückbekommt, was er will, dann geht er halt wieder zurück. Aber lass ihn mal jetzt einfach mit Karina sein und sollen ihr Ding da zusammen drehen und machen. Also, ja. Ja, Vanessa ist auch geil. Wenn ich einmal so mache, dann kommt zurück. Ne? Da ist die Karina passé, das ist Vergangenheit, auf jeden Fall. Ne? Und wieder zusammensitzen und überhaupt nicht miteinander reden, finde ich ja auch so geil. Ne? Und wahrscheinlich guckt sie Vanessa so an, das ist übrigens mein Feuerzeug, das du gerade dort benutzt hast, in deiner ekligen Hand. Ne? Das weißt du. Und dann steht sie auf und geht einfach. Jetzt kommen wir auch zum nächsten Spiel. Ich bin gespannt. Ich hoffe, das ist nicht so ein pubertierendes Spiel. Ne? Oh ja, Sprüche klopfen. Bin ich mal gespannt. Also, bei den letzten Folgen war das echt sehr komisch. Ich dachte so, wow, hat dir eigentlich im Deutschunterricht aufgepasst? Aber ich bin mal gespannt, wie das hier sein wird. Der beste Anmachspruch ist, wenn ich an dich denke, geht für mich die Sonne auf. Glaubst du selbst nicht, oder? So Leute, es ist wieder Challenge Time. Aber heute müsst ihr euch nicht abrackern. Heute gibt es die Dates geschenkt. Zumindest für zwei von euch. Ich habe mir überlegt, wer bist du denn? Marc Haus aus der Villa? Wer kriegt ständig aufs Maul? Juliette und Vanessa. Okay, das ist auch voll fies. Ne? Wer wird gemobbt zu Hause? Also in der Villa. Und Juliette und Larissa sind es. Also Juliette tut mir schon total leid, aber bei Larissa ist das halt so der Fall. Ja, irgendwie hat sie keine Connection zu den Männern. Ne? Sie baut irgendwas auf und dann wollen die Männer sie doch nicht. Ne? Einmal Hirn anstrengen, auf die Plätze, fertig, los! Sophia ist so krass, ist wieder so hart. Einmal kurz Hirn anstrengen, bitte. Einmal hier das Instrument zwischen den Ohren einschalten und jetzt geht's los. So, Subjekt, Prädikat, Objekt, Leute. Deutsch war mein Fach. Deutsch war mein Fach. Und Joel fängt da an zu lachen. Ich glaube, er lacht über die Sophia. Deutsch war mein Fach? Ehrlich? Haben wir irgendwas mit ins Gesicht setzen? Dann weiß sie, dass ich das bin. Wirklich? Also, das muss man jetzt nicht mitkriegen. Okay, wir machen weiter. Hier sind deine Pickup-Lines. Kannst du ja mal durchgehen? Krass, so wie Sophia ist, ne? Statt sie irgendwie mal so wach zu rütteln oder zu rütteln, von wegen, es geht jetzt los, ihr könnt jetzt mal eure Augenbinden abnehmen, geht sie so auf den Kopf, als würde sie ein Ei irgendwie klopfen. So, bam, 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 komm jetzt. Also irgendwie finde ich das nicht so respektvoll. Also bei dem einen hier weiß ich ganz genau, wem dieses Ding hier gehört. Wen willst du denn? Ich will das Ding hier mit den Versicherungen. Was, wieso denn das? Ach, das klingt total nett. Willst du mal Versicherungen lutschen? Okay, ja, Marvin. Das finde ich echt krass. Das ist ja total gegen die Gruppe eigentlich, Vanessa. Weil für die Gruppe ist es ja wichtig, dass du und Sasa in die Matchbox gehen. Ne? Und jetzt sich dagegen zu entscheiden, weil du irgendwie angepisst bist, wie eine Miesmuschel, finde ich das nicht okay. Sie weiß ganz genau, dass das Sasas Text ist. Und sie weiß es, sie sagt es auch. Deswegen entscheidet sich dagegen und geht zu der Versicherung. Und wir wissen ja, wer Versicherungskaufmann ist, irgendwie ist es Marvin und ja, wählt den Marvin aus. Es ist absolut gegen das Team. Jeder würde sich wünschen, dass Sasa und Vanessa mal in die Matchbox gehen. Wer hätte es gedacht? Geil. Huch, wer hätte es gedacht, ne? Na, nimm mal einmal. Ich habe ohne Ende Bock, deinen Körper zu vernaschen. Das nimmst du? Ja. Wem gehört die schöne Pickup-Line? Joel. Ja, die Juliette hat es nicht geschnallt irgendwie, glaube ich, dass der Barkin das irgendwie mit dem C meinte, weil der ja einen dicken C hat und die machen sich ja immer lustig darüber im Haus.
Ja, schade eigentlich, weil Juliette und Barkin hätten auch in die Matchbox gehen können. Vielleicht wären die ein Match. Na, habe halt nicht direkt nachgedacht, aber jetzt im Nachhinein wird mir das schon klar mit dem C. Aber ist halt jetzt nun mal so, ist besonders, deswegen ist der Tag und gehen aufs Date. Na, so ist es halt, ne? Dann haben wir halt einen guten Tag mit dem Joel. Vielleicht mal ganz gut, hat er heute wieder einen Test. Was für ein Test? Ja, stell dir mal vor, der macht heute wieder was. Ja, aber dann hast du deine Klarheit. Da habe ich meine Klarheit. Ja, auf jeden Fall. Dann hast du eine Klarheit, wenn du mit dem Joel auf ein Date gehst und der Barking geht dir irgendwie fremd oder knutscht fremd, dann weißt du ganz genau, was Sache ist. Und weiß ich nicht, auch nach der ganzen Situation auf der Bitch Party mit Hannah und Vanessa hättest du schon einen Schlussstrich ziehen können, Juliette, wirklich. Ganz klar. Sasa sagt mir in meine Fresse, wir sind no match. Okay. Ich gehe nicht mit jemandem auf ein Date, wo er schon ganz klar sagt, wir sind no match. Ist für mich eine logische Entscheidung. Das ist natürlich assi, ne? Dass er sagt so von wegen, nee, wir sind sowieso no match und dann mit der Carina wieder rum, ja, rummacht und zusammen ist. Ja, aber trotzdem, Vanessa, wichtig ist, dass du kein Ego-Shooter bist, dass du hier auf jeden Fall für die Gruppe arbeiten musst, ne? Mit der Gruppe zusammen. Und das wäre schon ganz gut, dass du in die Matchbox gegangen wärst, ne? Das ist halt sehr, sehr egoistisch, finde ich. Das Gute ist jetzt, sie ist weg, dann können wir wieder drum machen. Du Assi! Du Assi, fass mich nicht an, ja. Lass ins Zimmer gehen, los. Sasa, aber komm mal mit. Ja, bitte? Ich spreche dich aus. Das war sehr, sehr egoistisch. Das war sehr dumm. Fürs Team, für dich, für alle warst du. Ja, sagte der König der Egoisten, ne? Aber dennoch hat er recht, weil Vanessa hätte wirklich mit der Gruppe zusammen gehen sollen. Ne? Sie hätte da wirklich mit Sasa in die Matchbox gehen sollen, dann hätten die wenigstens gewusst, ob die jetzt ein Match sind oder nicht. Eventuell will halt Vanessa natürlich länger in der Villa bleiben und das haben die auch am Anfang so gemacht, obwohl sie ein Match gewesen sind. Ja, wurden die nicht gewählt. Vanessa hat jeden gebeten, bitte nicht die in die Matchbox zu wählen. Und das finde ich halt traurig, ne? Das ist halt, wozu bist du dann bei Eye of the One, bitte? Sasa, aber ich gehe doch mit dir nicht aufs Date, wenn du sagst, wir sind nur Match. Dann kann es ja nicht sein, dass wir Match sind. Weißt du, auch wenn ich so denke, du denkst nicht so. Du hast mir ganz klar deine Antwort gesagt. Ja, hat er. Aber es geht hier um die Gruppe. Aber es ist mehr als Halbzeit. Also es muss jetzt irgendwas passieren. Mit drei Lichtern, es bringt nichts. Aber ist auch gleichzeitig perfekt, weil Marvin jetzt, genau jetzt die Chance hat, mir zu beweisen, dass er ernsthaft an mir interessiert ist. Und wenn da was zwischen den beiden laufen sollte, dann kann ich ihn auf jeden Fall ganz einfach in die Tonne kloppen. Mhm. Das ist ein Machtwort, ist gesprochen, ne? Also wenn er rummacht, ne? Also ich darf rummachen, ich Dorner darf rummachen. Aber wenn er jetzt rummacht, dann wissen wir ganz genau, ne, das wird nichts mehr, ne? Da werde ich nicht mehr hinterherlaufen. Massage! Ich werde gerade eine Massage von mir. Wow, es gibt eine Massage im Freien. Ist ja auch geil. Massage mit Happy End wahrscheinlich, ne? Ich bin ja Masseurin hauptberuflich, das heißt, ja, ist eine geile Sache. Ich freue mich mega drauf, den Marvin zu massieren. Boah, das ist ja noch ein Pluspunkt, ne? Sie ist Masseurin. Wow, den wird sie auf jeden Fall ordentlich durchkneten. So, Jungs, da gebt euch mal Mühe, ne? Wo ist das Öl? Wo ist das Öl? Also, so sieht's dann aus, ne? Also, total geil auch irgendwie, ne? So, im Freien wirst du ordentlich massiert. Wow, ordentlich durchkneten lassen, eine halbe Stunde und dann ins Wasser gehen und dann wieder eine halbe Stunde. Wow, Traum. Ja, ich find's cool, wenn man so ein bisschen sportbegeistert ist. Mhm. Bist du sportbegeistert? Machst du gerne Sport? Auch wenn man das nicht sieht, eigentlich 6 Tage die Woche, ne? Klar bin ich jetzt kein Schrank, ne? Mhm. Wie manch andere. Ich als Fitnesstrainerin weiß, wie das aussieht, wenn man 6 Tage die Woche trainieren geht. Ach, Juliette ist Fitnesstrainerin, ja. Ja, der Duell ist ja ziemlich dünn, ne? Und wenn er trainieren würde 6 Tage die Woche, das würde sich schon zeigen. Dann würde er krass Muskelmasse haben. Obwohl mit aber Eiweiß, ja, also es ist schwierig. Aber sie ist Fitnesstrainerin, sie müsste es am besten wissen. Und ja, sie hat ja irgendwie am Anfang geschrieben, dass sie gerne auf Typen steht, die so ein bisschen wie Schränke sind. Aber der Joel ist ja halt nur ein Regal, deswegen passt es halt ihr nicht, glaube ich. Ne? So. Aber so der Typ Mann für mich wäre es tatsächlich wirklich nicht. Ja, da hat sie doch mal klargestellt, der Joel, der meinte halt irgendwie von wegen, dass sie toll wäre und dass er was mit ihr anfangen könnte, aber die,
Ja, die Juliette ist ja extrem Barkin fasziniert. Ich hoffe sehr, dass ich und die Juliette in die Matchbox gewählt werden. Für mich ist wichtiger, dass Vanessa und Marvin tatsächlich in die Matchbox gehen, weil die halt auch so eine Anziehung zueinander haben. Auch traurig, ne? Der Joel, der macht sich Hoffnung und sie sagt so, nee, für mich ist es mehr wichtiger, dass Vanessa und Marvin in die Matchbox gehen. Oh Gott, okay, lustig. Ich glaube, du gewinnst das Rennen gegen Marvin. Warum? Wo kommt klar. Man dazu? Ist doch klar. Nee, du würdest mit Vanessa rumknuschen. Ja, logisch. Ja, logisch. War aber auch schon zu erwarten. Ja, ich habe mich jetzt für dich entschieden, jetzt, ne? Weil ich so richtig wütend bin auf den Marvin, weil ich ganz genau weiß, der wird dort rummachen. Dennis, du bist jetzt meine Nummer 1. Mal gucken, ob sich das noch ändert. Also Vanessa ist auf jeden Fall meine Nummer 1. Ich habe sie von Anfang als Nummer 1 gesehen. Sie hat mich sehr geflasht. Okay, also dachte Donna wäre die Nummer 1. Ach, jetzt fängt er auch so Spiele an wie Sasa. Ey, wirklich, come on. Das fand sie auch heute gar nicht gut, dass ich mit ihr aufs Date bin. Deswegen ging ja das Geläster. Hat sie das gesagt? Hat sie nicht gesagt, weil sie kann ja ihre Meinung zu mir nicht ins Gesicht also sagen. Das höre ich immer wieder von Sophia. Ah, okay. Aber sie kriegt das dann noch alles mit. Ne? Wahrscheinlich geht sie hin und sagt so, was hat Donna über mich gesagt? Komm. Also sie ist schon sehr hellhörig, ne? Sie ist so ein bisschen der Lauscher an der Wand, ne? Hat seine eigene Schand. Ich bleib einfach stark, ich ignoriere vieles. Ich versuche, dass einiges ein Ohr reingeht und das andere Ohr wieder rausgeht. Ja, so sieht das auch aus, finde ich. Auf jeden Fall. Was hier? Oh, geiles Date. Das Date hat letztes Mal auch im Boom Room. Ah, okay, die sind jetzt zurück. Und die haben irgendwie erfahren, dass sie massiert wurden. Oder sich gegenseitig massiert haben, wie wir eben gerade gesehen haben. Und Sasa, ne, sagt halt dort von wegen, ja, das kenne ich, ne? Ich wurde schon massiert von ihr. Und als sie dann zurückgekommen sind, ist dann sofort Marvin zu der Donna hin, ne? Sie, Donna war irgendwie draußen im Bett und hat sich da hingelegt und er hat sich dazugelegt. Und jetzt hören wir mal, was Marvin von sich gibt. Was habt ihr gemacht? Massage. Und wie fährt das? Ich hab sie kurz geknallt. Habt ihr nicht mal geküsst? Mm-mm. Ich glaub dir nicht. Donna so, was? Ihr habt euch nicht geküsst? Das ist doch nicht Touchy Marvin. Was ist mit dir passiert? Und sagst du Perfect Match? Kann sein, ja. Ah, okay. Also, während er das sagt, guckt er so in Donners Augen. So, ist das in Ordnung, dass ich das sag? Guten Versicherung-Abend. Lutschen! Ja, jetzt kommen wir zur Matchbox-Entscheidung. Mal gucken, wer gewählt wurde in die Matchbox. Sie kommt rein und sagt so, guten Versicherung-Abend. Und Marvin ruft dann einfach Lutschen. Auch eine coole Begrüßung. Da die beiden mir irgendwie gar nicht am Herzen liegen, werde ich die verkaufen, falls ich gefragt werde. Oh, JJ! Jetzt wird Tacheles geredet. Jetzt muss einer von euch eine folgenschwere Entscheidung treffen. Boah. Wow, also hier, Juliette und Joel wurden in die Matchbox gewählt. Habt ihr Juliettes Blick gesehen? Sie dachte einfach nur, oh Gott, ist das zum Kotzen. Aber die wichtige Sache kommt jetzt, denn Sophia wird was vorschlagen. Bin ich mal gespannt. Barkin, Juliette hat gestern deinetwegen den ganzen Tag geweint. Und jetzt könnte es sein, dass Juliette die Villa verlassen muss. Falls sie und Joel ein Perfect Match sind. Also bei Barkin sehe ich jetzt nicht so von wegen, oh scheiße, die geht weg, sondern er denkt so, ja, okay, dann ist das halt so, ne? Ich biete dir an, die heutige Matchbox-Entscheidung zu canceln. Ein Liebesbeweis, der ganzen Gruppe auch noch 100.000 Euro bringt. Barkin, dieses Safe-Image. Ja, krass, der Barkin muss jetzt entscheiden, ob er die cancelt, die Matchbox-Entscheidung. Dafür bekommen sie 100.000 Euro. Also heißt es, dass sie ein Match sind, bin ich der Meinung. Und damit beweist er halt seine Liebe zu Juliette, damit sie halt drinnen bleiben. Ich glaube, Barkin ist nicht so wirklich so in love mit der Juliette, ne? Also so sieht er nicht aus. Aber ich glaube, fürs Geld würde er es tun. Ich würde es auch tun. Weil irgendwie ist es sicher, dass die beiden in der Matchbox ja wahrscheinlich ein Match sind. Und 100.000 Euro, wenn das dann schnell zu 300.000 Euro ist, schon ganz, ganz gut. Ja, meine Lieben, was denkt ihr darüber? Falls ihr natürlich neu auf dem Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen. Einen Daumen nach oben, natürlich Kommentare. Und falls du die ganze Folge streamen möchtest, unter meiner Beschreibung findest du einen Link zu rtlplus.com. Da kannst du auch die ganze Folge streamen. Du kannst mir natürlich auch über Insta folgen. Einfach unten in der Beschreibung auf meinen Insta-Link klicken und mir folgen. Und das war's auch. Dankeschön.